Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Gäste, liebe Köppinger, liebe Banater Landsleute, liebe Trachtenträgerinnen und Trachtenträger. Namens der Landsmannschaft der Banater Schwaben des Landesverbandes Baden-Württemberg heiße ich Sie alle recht herzlich zu unserem Trachtenfest hier in Köppingen, in unserer Patenstadt, herzlich willkommen. 2020 war bisher für uns alle ein schwieriges Jahr. Und wir mussten alle lernen, mit einer neuen Gefahr, einer Pandemie, verantwortungsvoll umzugehen und dennoch die unverzichtbaren Begegnungen und das kulturelle Leben, das für unsere Gemeinschaft so wichtig ist, wieder aufleben zu lassen. Dieses heutige Trachtenfest ist ein erster kleiner Lichtblick, dass unser reges Verbandsleben sich wieder vorsichtig entfalten kann. Dass wir dieses Fest heute feiern können, verdanken wir in erster Linie unserer Patenstadt Köppingen, die uns bei diesem kurzfristigen Vorhaben unbürokratisch und aktiv unterstützt hat. Deshalb begrüße ich ganz besonders unseren Ehrengast, unseren Patenonkel und den Oberbürgermeister der Stadt Köppingen, Herrn Guido Till. Herzlich willkommen. Seit nun 15 Jahren begleiten Sie, Herr Oberbürgermeister, die gelebte und fruchtbare Patenschaft zwischen den Banater Schwaben und der Stadt Köppingen. Die Herzlichkeit, die wir hier in Köppingen erfahren, zeigt uns, wie aufgehoben wir hier in Köppingen in unserer Patenstadt sind. Dafür möchte ich heute ganz herzlich mich bei Ihnen allen bedanken, bei den Köppinger Bürgern, bei den Stadträten und den Gemeinderäten und bei allen, die hier Verantwortung tragen. Und ich wünsche Ihnen, Herr Oberbürgermeister, in 2 Wochen sind Oberbürgermeisterwahl hier in Köppingen, ganz viel Erfolg, dass wir uns im nächsten Jahr bei unserem Landestrachtenfest hier in Köppingen wiedersehen. Eine besondere Verbundenheit besteht auch zu unserem Herkunftsland Rumänien. Ich freue mich heute, Herrn Generalkonsul Radu Floria vom rumänischen Generalkonsulat in Stuttgart begrüßen zu dürfen. Rumänien macht in den letzten Jahren einen enormen Sprung nach vorne und mit Begeisterung haben wir Banater Schwaben die Oberbürgermeisterwahl in Temesburg empfunden, bei der ein Deutscher, Dominik Fritz, zum Oberbürgermeister der drittgrößten Stadt Rumäniens, der Landeshauptstadt des Banats, am vergangenen Sonntag zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Dass wir unser Anliegen auf politischer Ebene auch zu Gehör bringen können, dafür sorgt auch der Bund der Vertriebenen, der Landesverband Baden-Württemberg. Und ich freue mich heute, Herrn stellvertretenden Landesvorsitzenden und Geschäftsführer Hartmut Liebscher mit Gattin in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Ja, und auch aus unserer Gemeinschaft sind heute verdienstvolle Persönlichkeiten zugegen. Ich begrüße den Bundesvorsitzenden der Deutschen Banater Jugend- und Trachtengruppen und Mitglied des Bundesvorstandes, Herr Patrick Hollig. Jugendarbeit ist unser wichtigstes Anliegen. Sie sind unsere Zukunft. Wir müssen alles daran setzen, um die Jugendarbeit zu fördern und unser kulturelles Erbe an Sie weiterzugeben. Ebenso ein herzliches Willkommen dem stellvertretenden DBJD-Vorsitzenden und Mitglied des Landesvorstandes, Herr Lukas Crispin, dem ich heute besonders danken möchte. Er hat sich bereit erklärt, die Moderation anschließend zu übernehmen und er hat auch das ganze Programm des heutigen Tages gemeinsam mit den Gruppen erarbeitet. Herzlichen Dank dafür. Bei der Umsetzung dieser Ziele haben wir viele Unterstützer. Allen voran der Leiter der Hauptverwaltung der Stadt Köppingen, Herr Willi Schwag. Herzlich willkommen, Herr Schwag.
Sie und Ihre Mitarbeiter haben uns in den letzten Wochen und in den letzten Jahren immer selbstverständlich unterstützt und sich für unsere Belange eingesetzt. Ein herzliches Willkommen auch unserer Leiterin der Banater Heimatstube Göppingen, Frau Theresia Teichert. Sie betreut seit vielen Jahren und Jahrzehnten unser Heimatmuseum. Es ist ein Kleinod, ein Juwel, das wir hier geschaffen haben und das wir weiter ausbauen und zukunftsweisend weiterführen wollen. Auch hier ein Dank an die Stadt Göppingen und an unsere Landsleute für die unglaubliche Unterstützung. Ein Willkommen und Dank an den Kreisverband Göppingen unter der Leitung von Manfred Jäger und seinem ganzen Team. Wir können heute das weitertragen, was unser Landesverband 70 Jahre seit unseres Bestehens aufgebaut hat. Und einer dieser Urgesteine der Banater Schwaben hier in Baden-Württemberg und hier in Göppingen war der vor wenigen Monaten verstorbene Landsmann Hans Mersch. Er war stellvertretender Landes- und Bundesvorsitzender und Jahrzehnte Kreisvorsitzender in Göppingen. Seine großen Leistungen in Erhalt und Verbreitung von Brauchtum und Kultur, sein brückenschlagendes Wirken, seine Artikulationsgewandtheit, seine Liebe zur alten und neuen Heimat und vor allem seine Verbundenheit zu seinen Banater Landsleuten sind uns Ansporn und Vermächtnis. Wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren. Und ich freue mich, dass heute seine Tochter Elisabeth Mersch unter uns ist und anschließend am Denkmal einige Worte an uns richten wird. Ich begrüße des Weiteren die Vertreter der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, Herren Georg Köber und Uwe Engelhardt. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und wir für die Zukunft unsere Kräfte somit bündeln können. Ich begrüße die Vertreter des Bundesvorstandes, allen voran Herrn Werner Gilde, die Vertreter des Landesvorstandes und die Kreisvorsitzenden der 19 Kreisverbände in Baden-Württemberg. Ja, und nicht zuletzt möchte ich euch Trachtenträgerinnen und Trachtenträger ganz herzlich begrüßen. Was wäre ein Trachtenfest ohne euch? Was wäre ein Banaterfest ohne unsere schönen Trachten und ohne Tanz? Wir haben heute hier Vertreter von 9 Banater Trachtengruppen aus ganz Baden-Württemberg. Aus Crailsheim, aus Karlsruhe, aus Esslingen, aus Tuttlingen, aus Konstanzingen, aus Mannheim und selbstverständlich auch aus Göppingen. Ihr bereichert heute unser Fest. Ihr seid heute die Hauptdarsteller und ihr seid unser ganzer Stolz. Deshalb ein herzliches Willkommen und auch mein Dank für die Bereitschaft, heute in veränderter Form dieses Fest gemeinsam als Banater Schwaben zu feiern. Euer heutiges Programm ist wieder beeindruckend und euer Bekenntnis zu Herkunft, Brauchtum und Traditionen immer wieder zu erneuern, unsere Trachten und Volkstänze öffentlich wirksam zu präsentieren, die Gemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Das füllt alles die Patenschaft hier in der Mitte der Stadt Göppingen auf dem Marktplatz mit Leben. Und ich möchte auch ganz herzlich die Blaskapelle, die Original-Banater Schwabenkapelle aus Göppingen unter der Leitung von Peter Pohl ganz herzlich begrüßen. Es war eine große Leistung, denn ihr habt innerhalb von weniger Wochen unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln Musikstücke neu geprobt und euch kurzfristig bereit erklärt, dieses Fest mit uns zu feiern. Deshalb mein Dank und meine Anerkennung. Liebe Göppinger, liebe Banater Schwaben, ich wünsche Ihnen und euch allen heute bei diesem sonnigen, schönen Sonntag einen unterhaltsamen Nachmittag und denkt bitte alle an die Abstandsregeln. Bleibt alle gesund.
Wir hören nun die Banater-Hymne und anschließend das Deutschlandlied. Aus Hygienegründen können wir aber nur in Gedanken mitsingen.